Wenn sich nicht schnell Grundsätzliches ändert, steht die Jugendarbeit in der Gemeinde Barleben vor dem Aus. Zu einer Versammlung, zu der der Vorstand des Jugendclubs Mitglieder, Nutzer und Eltern eingeladen hatte, kamen erschreckend wenige Teilnehmer. Lediglich die Ehrenamtlichen, die sich bis jetzt noch verantwortlich fühlen, und ein Vater und eine Mutter hörten sich die Sorgen des Vorstandes an. Es findet sich niemand, der für die Jugendarbeit in der Gemeinde als Vorstand des Trägervereins in Zukunft Verantwortung übernehmen möchte. Im Moment ist diese Verantwortung auch erheblich, denn der Verein wirtschaftet mit großen Summen. 2017 haben wir Gesamtförderung bekommen, 97.890,32 €. Davon haben wir 72.429,40 € Ausgaben gehabt, die sich natürlich größtenteils durch den Mitarbeiter gliedern, sage ich mal. Der Mitarbeiter hat uns in 2017 29.339,19 € gekostet, sage ich mal. Der Frust des Vorstandes des Jugendclubs ist verständlich. Im Wesentlichen ist das dem Finanzgebaren der Gemeinde geschuldet, die sich hinter der Haushaltskonsolidierung versteckend Zahlungsverzögerungen von einem halben Jahr leistete. Dazu kommt ganz einfach die Tatsache, dass der amtierende Vorstand älter geworden ist, durch Arbeit und Familie andere Prioritäten hat, und es ist den vier Aktiven hoch anzurechnen, dass sie bis jetzt weiterarbeiten, denn ihre Wahlperiode ist schon lange abgelaufen. Und ohne Kandidaten kein Vorstand, ohne Vorstand kein Verein, ohne Verein kein Jugendclub in Barleben und kein Kidsclub in Meizendorf. In der Runde wurden Lösungsansätze diskutiert, die im Wesentlichen darauf hinauslaufen, das Finanzvolumen des Trägervereins zu reduzieren und damit die Verantwortung für die Geldmittel überschaubarer zu machen. Warum bekommt der Verein Fördermittel von der Gemeinde, um davon dann die Miete für die Räume zurückzubezahlen? Ist es möglich, die Planstelle für den Sozialarbeiter in die Gemeinde einzubinden und damit den Trägerverein aus der Verantwortung als Arbeitgeber zu entlasten? All diese Vorschläge gilt es jetzt zu prüfen. Allein die Aussicht, dass dafür das Kalenderjahr 2018 gebraucht wird, verursacht ein Kopfschütteln. Der Gemeinderat muss sich jetzt ernsthaft fragen, ob er eine aktive Jugendarbeit möchte oder nicht. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass Jugendarbeit mit sozialpädagogischer Betreuung wichtig ist, so dass man sie nicht auf Dauer einem ehrenamtlichen Verein aufbürden sollte. Das muss nach modernsten Erkenntnissen professionell organisiert werden und bleiben. Und da hat der Gemeinderat in der nächsten Zeit weichreichende Entscheidungen zu treffen. Denn wenn sich nicht schnell grundsätzlich etwas ändert, dann steht die Jugendarbeit in der Gemeinde Barleben vor dem Aus.